Mein Name ist Marin. Ich bin Journalistin und Autorin. Ich mache mich auf den Weg zu einer jungen Frau, die kaum jemand kennt. Kaum zu glauben, sie ist erst 33 Jahre alt und fast 4 Jahre schon Bürgermeisterin von Raqqa, der ehemaligen Hauptstadt des Islamischen Staates. Die Stadt hatte zuvor knapp 300.000 Einwohner. Sie wurde durch den Krieg nahezu völlig zerstört. Die Bürgermeisterin ist Kurdin und sunnitische Muslimin. Ihr Name Leila Mustafa. Gemeinsam mit Jean Mathieu, einem befreundeten Fotografen, will ich sie treffen und ein Buch über sie schreiben. Ich weiß weder, ob mir das gelingt, noch was uns erwartet. Nach einer Fahrt durch den Norden Iraks erreichen wir unter dem Schutz kurdischer Sicherheitskräfte Syrien. Die Strecke ist nach wie vor gefährlich. Aus Sicherheitsgründen werden wir nicht viel Zeit mit Leila verbringen können. Ich werde nur 9 Tage bei ihr bleiben. 9 Tage in Raqqa. Alles beginnt im Jahr 2011 mit dem arabischen Frühling. In Syrien erhebt sich eine zu Beginn friedliche Protestbewegung. Doch Bashar al-Assad unterdrückt diese gewaltsam, ohne zu zögern. Es kommt zum Bürgerkrieg. Schon bald unterwandern Islamisten die bewaffneten Rebellengruppen. Im Januar 2014 verlassen Assads Truppen die Stadt Raqqa und überlassen sie den Dschihadisten. Im Juni desselben Jahres wird Raqqa so zur selbsternannten Hauptstadt des Kalifats. Die Wölfe haben die Stadt eingenommen und sie entfesseln eine Apokalypse. Am 13. November 2015 kommt es in Paris zu brutalen Anschlägen von Terroristen des IS. Deren Befehle kommen direkt aus Raqqa. Nach einer Reihe von weiteren Attentaten auf der ganzen Welt verbündet sich eine weltweite Koalition im Kampf gegen den IS unter Führung der USA. Vor Ort wird sie von den sogenannten syrischen demokratischen Kräften unterstützt, einer Armee aus kurdischen und arabischen Kämpfern. Der Kampf zur Befreiung von Raqqa beginnt im Juni 2017 und er wird 4 lange Monate dauern. Marin, Sie sollten besser die Vorhänge zuziehen. Das ist sicherer. Wir erreichen jetzt Raqqa. Am besten wird man nicht als Ausländer erkannt. Durch die Vorhänge kann man von außen nur sehen, dass 4 Personen im Wagen sitzen. Anderenfalls steigt die Gefahr, dass man uns Angst einjagen will oder uns schaden will. Oder sie zu entführen. Wir haben es geschafft. 2 auf dieser Seite. Willkommen in Raqqa. Gehen wir nach oben? Lasst uns die Jalousien öffnen. Reicht das? Wie geht es Ihnen? Gut, ich freue mich, Sie zu sehen. Die Situation hier in Raqqa erfordert eine Menge Arbeit. Wir haben einen vollen Terminplan. Wir lernen jeden Tag dazu und schaffen Grundlagen. Die meiste Zeit des Tages arbeite ich. Früher hatte ich mehr Freizeit. Ich bin mal auf den Markt gegangen oder zum Essen. Ich habe Spaziergänge unternommen. Doch in letzter Zeit haben sich die Dinge geändert. Wir würden gern das Haus sehen, in dem Sie aufgewachsen sind.
Dort ist es nicht sicher. Die Situation hat sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert. Ihre Situation? Die Sicherheitslage. Ich pendle zwischen Raqqa und Ain Issa. Aus Sicherheitsgründen lebe ich derzeit dort bei meinen Eltern. Wenn wir zu deren Haus fahren würden, könnte man herausfinden, wo es ist und meiner Familie etwas antun. Ich meine den IS. Das sind Mörder. Aber wir werden versuchen, einen Weg zu finden. Zurzeit werde ich bestimmt überwacht. Leila ist noch sehr jung. Ihr Leben ist eigentlich zu kurz für eine Biografie. Auf der anderen Seite hat sie in diesem Teil der Welt bereits mehr erlebt als manch anderer in seinem ganzen Leben. Heute Abend haben wir unser erstes Interview. Was wird sie mir von sich erzählen, das ich in meine eigenen Worte fassen kann? Die Arbeit in Raqqa ist extrem schwierig, vor allem weil es die Hauptstadt des Islamischen Staates war und weil es komplett zerstört wurde, sowohl was die Menschen angeht, als auch in Bezug auf die öffentlichen Einrichtungen und die Infrastruktur. Das Wichtigste ist, dass wir von dem IS-Albtraum befreit wurden. Wir erinnern uns an die Dinge, die wir durchgemacht haben, an die ständige Angst, in der wir lebten. Die Kinder haben ihre Unschuld verloren und angefangen, mit Waffen statt mit Spielzeug zu spielen. Manche mussten zusehen, wie ihre Mütter getötet wurden. Söhne waren für den Tod ihrer Väter verantwortlich. Väter haben ihre Söhne getötet. Andere mussten zusehen, wie ihre Söhne umgebracht wurden. Kurz gesagt, die Verbrechen, die begangen wurden, waren entsetzlich. Wir werden uns immer an die Tränen der Mütter und Väter erinnern und an die Kinder, die einer Ausbildung und einer Kindheit beraubt wurden. Wir werden uns immer an unsere gefallenen Kameraden erinnern, daran, dass wir ihren Tod miterlebt haben. Sie werden immer in unseren Herzen sein. Wir mussten etwas tun. Es ist unsere Pflicht, etwas Schönes für die junge Generation zu hinterlassen. Sie sollen in die Schule gehen können, mit Büchern und Heften lernen, lachen und im Sand spielen, an die Wände kritzeln. Zum Glück haben wir bereits einige Fortschritte gemacht und wir wollen ihnen noch mehr bieten. Trotz unserer bescheidenen Mittel haben wir schon viel erreicht. Zurzeit kommen wir ganz gut voran. Doch unsere Leute haben mehr verdient. Wir hoffen, dass wir ihnen das Beste geben können. Als wir durch Raqqa fahren, sehen wir überall die Trümmer. Leila möchte uns in der Stadt treffen, um uns die Orte zu zeigen, die zum Symbol für die Barbarei des IS geworden sind. Es gibt immer noch islamistische Zellen innerhalb der Bevölkerung, die jederzeit wieder aktiv werden können. Leila will den Frieden, deshalb ist sie eine Zielscheibe. Mit jeder Fahrt durch die Stadt geht sie ein hohes Risiko ein. هذا قديم
Dieser Platz ist ein historisch wichtiger Ort. Während der IS-Herrschaft wurde er völlig zerstört. Als der IS an der Macht war, wurden genau hier Hinrichtungen und andere Gewalttaten gegen Zivilisten durchgeführt. Das Image dieses Ortes hat durch die hier durchgeführten öffentlichen Exekutionen sehr gelitten. Zusammen mit dem Kultur- und Archäologieausschuss haben wir inzwischen mit der Wiederherstellung begonnen. Der Platz sieht jetzt ein wenig besser aus. Diese Statue zeigt Awad und Sabah. Gehen wir. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Wir sollten gehen. Sie teilen sich die Verantwortung in Raqqa mit einem Co-Bürgermeister, mit einem Araber, richtig? Ja, ich habe einen Co-Bürgermeister und drei Stellvertreter. An der Spitze einer jeden Stadt dieser Region sollen ein Kurde und ein Araber stehen? Die Grundidee ist, alle Gemeinschaften zu vertreten. Wir wollen, dass alle in den administrativen und institutionellen Strukturen repräsentiert werden. Dadurch sollen die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft berücksichtigt werden. Kurden, Araber, Türken, Armenier und Christen. Sie ist eine Schriftstellerin aus Frankreich. Der Kreisverkehr hier wurde komplett umgestaltet. Offiziell heißt er jetzt Sabah-Baharat-Kreise. Früher lautete sein Name Al-Naim. Er war nach dem Eisladen Naim benannt, wo wir immer unsere Getränke und Eis kauften. Wir nannten ihn zuletzt den Kreisverkehr der Hölle, weil dort jeden Tag abgetrennte Köpfe zur Schau gestellt wurden. Um den Kreisverkehr herum gab es einen Eisenzaun. Es war ein furchtbarer Anblick. Wir werden eine Miniatur des Eisenzauns aufstellen lassen, um an den Terror, der hier herrschte, zu erinnern. So werden die Täter und vor allem die Einheimischen, die sie hier hingerichtet haben, nie in Vergessenheit geraten. Das soll auch anderen Ländern vor Augen führen, was der sogenannte Islamische Staat uns, den Menschen in Raqqa, angetan hat. Lasst uns gehen. Sind solche Stadtfahrten sicher für Sie? Oder müssen Sie schnell wieder ins Auto steigen? Das kommt darauf an. Aktuell ist es wieder schwieriger geworden. Die Anhänger des IS sind wieder aktiv, ebenso die Kämpfer aus dem Iran, der Türkei und aus anderen Regionen. Früher konnte ich mich frei bewegen, um Projekte voranzutreiben. Doch im Moment müssen wir vorsichtiger sein. Die Islamisten wurden nach der Entscheidung von Donald Trump, die US-Truppen zurückzuziehen, wieder aktiv. Es gab viele Morde in der Gegend, die sich sowohl gegen Zivilisten als auch gegen die Verwaltung richteten. Deshalb müssen wir sehr achtsam sein. Haben Sie Angst, wenn Sie rausgehen? Auch ich bin nur ein Mensch. Ich muss vorsichtig sein, aber nicht zu sehr. Angst könnte meine Arbeit beeinträchtigen und unsere Arbeit muss weitergehen. Also versuche ich, sie nicht zu stark werden zu lassen. Außerdem, am Ende entscheidet Gott, wann wir sterben. Während des Krieges stand Raqqa international im Rampenlicht. Jetzt liegt es am Boden. Vergessen von Journalisten und internationalen Hilfsorganisationen. 80% der Stadt sind zerstört. Ein hochrangiger US-Militär sprach davon, dass seit dem Vietnamkrieg nirgends mehr so viele Artilleriegranaten eingeschlagen seien wie in Raqqa. Alle Mauern der Stadt zeigen Spuren dieses brutalen und grausamen Krieges.
Sie zeugen von dem Willen beider Seiten, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Ganze Familien wurden unter den Trümmern begraben und verwandelten Raqqa in einen riesigen Friedhof. Behalten Sie das als Souvenir. Das ist für Sie. Für mich? Ich kann es haben? Vielen Dank. Es gefällt mir. Einer der Hauptgründe, warum ich den Koran lese, ist die Frage der Identität innerhalb einer Nation. Die syrische Gesellschaft war vorher sehr harmonisch. Wir haben daran gearbeitet, unsere Beziehung zu unseren arabischen Nachbarn zu pflegen. Wir verstanden uns sehr gut. Als der IS das Dekret zur Vertreibung der Kurden herausgab, waren unsere Nachbarn am Boden zerstört. Als wir fliehen mussten, haben Nachbarn einige unserer Habseligkeiten für uns in ihren Häusern aufbewahrt, ohne dass wir sie darum gebeten haben. Das zeigt, wie stark unsere Bindung war. Ungefähr zu dieser Zeit wurde bereits von den Bewohnern von Raqqa die Initiative gestartet, ein Vorbereitungskomitee zu gründen. Als ich erfuhr, dass an einem Plan für eine demokratische Nation gearbeitet wurde, wollte ich sofort dabei sein. Wir trafen uns nur mit Menschen aus Raqqa. Wir hatten Skype-Treffen mit denjenigen, die sich außerhalb Syriens befanden, und wir hielten geheime Treffen für jene innerhalb Raqqas ab. Es wurde mit absoluter Mehrheit beschlossen, den Vorsitz und die Verwaltung des Rates an Scheich Mahmoud Shawah Al-Bassan und mich, die Ingenieurin Leila Mustafa, zu übergeben. Scheich Mahmoud Shawah Al-Bassan hatte keinen Gegenkandidaten, und da ich ein Ingenieursdiplom habe, in administrativen Dingen erfahren und eine Frau aus Raqqa bin, einigte man sich mehrheitlich auf mich. Am 17. Oktober 2017, nach 4 Monaten heftiger Kämpfe, feiern die sogenannten demokratischen Kräfte Syriens, Kurden und Araber, Männer und Frauen, ihren Sieg auf dem Naim-Platz, der ein Symbol der islamischen Barbarei war. Die Straßen und Gassen von Raqqa sind übersät mit Landminen, die vom IS gelegt wurden. Wir versuchen, all diese Landminen zu entfernen. Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung als Zivilrat von Raqqa. In den Katakomben des Stadions befand sich vor der Befreiung ein berüchtigtes IS-Gefängnis, das niemand mehr lebend verlassen hat. Im Laufe der Zeit werden überall in der Stadt neue Massengräber entdeckt, ein Beweis für die systematisch organisierte Ausrottung. Lassen Sie uns weitermachen. Was waren die wichtigsten ersten Maßnahmen nach der offiziellen Gründung des Zivilrates? Sobald sie befreit waren, besuchten wir die einzelnen Stadtteile. Wir standen am Rand der Straßen, auf denen die Vertriebenen unterwegs waren. Wir kümmerten uns um sie. Wir versuchten, sie aufzumuntern, gaben ihnen Essen und Wasser.
Dann war Raqqa endlich befreit. Können Sie Ihre Rückkehr in die Stadt beschreiben, die erst vom IS und dann vom Krieg entstellt worden war? Das war am 20. Oktober 2017. Wir standen alle da und weinten. Wir verschoben die Bekanntgabe der Befreiung, weil wir so demoralisiert waren. Im Grunde standen wir alle unter Schock. Die Wahrzeichen der Stadt waren verschwunden. Wir erkannten die einzelnen Straßen, durch die wir früher täglich gegangen waren, nicht wieder. Wir waren verzweifelt. Es war schockierend. Wie konnte es sein, dass Raqqa in diesem Ausmaß zerstört worden war? Da es sehr viele Landminen gab, säuberten wir zunächst einen Bereich nach dem anderen. Im Stadtzentrum fanden wir 8000 Landminen. 8000, eine riesige Zahl. Hatten Sie Angst? Haben Sie jemals daran gedacht, auszusteigen, weil Sie sich fragten, wie Sie als gewählte Vorsitzende des Zivilrates das alles schaffen sollen? Haben Sie jemals in Erwägung gezogen, einen Rückzieher zu machen und aufzugeben? Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht haben wir wegen der Schwere des Schocks und aus unseren so intensiven Empfindungen neue Kraft geschöpft. Wir spüren die Verzweiflung und gleichzeitig eine treibende Kraft. Der Wiederaufbau von Raqqa ist eine riesige Aufgabe. Angefangen mit ständigen Konferenzen, um die Arbeit in den einzelnen Stadtteilen anzukündigen. Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Elektrifizierung der Stadt, Wasserversorgung, Müllabfuhr, Reparatur der Straßen. Für Leila ist es jeden Tag eine gigantische und ungewohnte Herausforderung, sich in dieser Männerwelt zurechtzufinden. Wir haben Phase 1 abgeschlossen und gehen jetzt zu Phase 2 über. Viele haben Mühen und Strapazen auf sich genommen, um in der Zukunft eine stabile Entwicklung zu erreichen. Nutzen Sie Ihre eigenen Worte, Sie kennen das Thema. Was ist mit den beiden Ausschüssen? Sind die Mikrofone eingeschaltet? Ja. Ich begrüße Sie. Danke, dass Sie alle hier sind. Lassen Sie uns unseren Märtyrern gedenken. Unsere Märtyrer sind symbolisch unsere Führer. Beim heutigen Treffen geht es um die Wiederherstellung der Wasserversorgung von Raqqa sowie um das Abwasser- und Sanitärprojekt. Für den Zivilrat von Raqqa ist auch Herr Mishleb al-Darwish hergekommen, um mit uns zu sprechen. Mit großer Freude verkündet der Stadtrat die Fortführung seines Sanitär- und Abwasserprojekts. Der Stadtrat von Raqqa hat sich verpflichtet, den Wiederaufbau der Stadt zu finanzieren. Ich brauche Ihre Facebook-Seite. Da, gefunden. Sie sagt, sie weiß nicht, ob sie die Anfrage annehmen wird. Wunderschön mit dem offenen Haar. Ich wurde am 12. September 1988 in Raqqa geboren.
In diesem Jahr gab es eine reiche Ernte. Dies hier ist eine landwirtschaftlich geprägte Region. Die Ernte war so gut, dass die Leute die Säcke nicht allein mit den Händen füllen konnten. Ich sollte eigentlich ein glückliches Leben haben, da ich in einem Jahr mit reicher Ernte geboren wurde. Wie viel Prozent von Raqqa haben Strom? Im Moment praktisch 0%. Ehrlich gesagt haben wir noch gar nicht mit der Elektrifizierung angefangen. Es gibt nur Generatoren. Die Stromversorgung von Raqqa wurde komplett zerstört. In den umliegenden Dörfern gibt es Strom, doch innerhalb der Stadt wurde die Infrastruktur vollkommen vernichtet. Wir beginnen gerade und arbeiten an zwei Stellen im Industriegebiet an der Stromversorgung. Wie lange werden die Arbeiten dauern? Wir haben vor 6 Tagen angefangen. Wir brauchen mehr Mitarbeiter. Mehr Mitarbeiter für einen kurzen Zeitraum? Wir brauchen sie danach auch für die Wartung. Etwa 30 weitere Mitarbeiter für Notfälle. Das ist die Universität, an der ich studiert habe. Die Euphrat-Universität, richtig? Fakultät für Bauingenieurswissenschaften. Jeden Tag fuhr ich diese Straße entlang. Es gab dort einen alten Mann, der Kuchen von einem Wagen herunter verkaufte. Den habe ich immer bei ihm gekauft. Doch jetzt ist er verschwunden. Hallo, wie geht es Ihnen? Seien Sie vorsichtig. Wo ist Ihr Sicherheitsgurt? Auf den Schildern wird der Zivilrat nirgends erwähnt. Dieses Projekt wird doch vom Rat finanziert. Alle Projekte des Rats müssen beworben werden. Wo sind Sie? Die Tore sind da drüben. Ich meine die Baustellen. Hier gibt es keine, wir sind fertig. Das nennen Sie neu? Ja, die Verwaltung hat ihn hier aufgestellt. Aber er sieht alt aus. Er ist frisch aus der Fabrik. Ich schwöre, der ist alt. Aber das ist nicht unsere Schuld. Dann erzählen Sie mir nicht, dass er neu ist. Wir dachten, er wurde neu aufgestellt. Glauben Sie nicht, dass Sie mich täuschen können. So einfach geht das nicht. Nach und nach normalisiert sich das Leben in Raqqa. Die Einwohner, die vor den Kämpfen geflohen waren, kehren inzwischen zurück. Sobald die Landminen beseitigt sind, richten sie sich wieder in ihren Häusern ein, sofern diese noch stehen. Ohne Hilfe von außen, ohne Mittel zum Wiederaufbau, richten sie die Ruinen her. Sie müssen sich mit dem begnügen, was übrig ist. Sie sind gezwungen, sich ihr Land zurückzuerobern, ihre Läden wieder zu öffnen, ihre Familien ernähren, eine Zukunft erschaffen, an die sie glauben, koste es, was es wolle. Das Stadion, eine Zeit lang das Gefängnis des Islamischen Staates, ist verwahrlost. Aber die Jugend erobert diesen symbolträchtigen Ort für sich zurück. Heute Abend empfängt uns Leila in ihrem Haus. Sie will unbedingt selber kochen, das erste Mal nach langer Zeit. Aus Sicherheitsgründen wohnt Leila, wie gesagt, nicht in Raqqa. Sie lebt bei ihren Eltern in einem bewachten Haus in Ain Issa. Jeden Tag fährt sie 50 Kilometer zwischen den beiden Städten hin und zurück, oft nach Einbruch der Dunkelheit. Auf der gefährlichen Straße kann sie sich nie wirklich sicher fühlen. Hallo, soll ich die Schuhe ausziehen? Der Besuch aus Frankreich gibt uns mal die Gelegenheit, mit Leila zu essen. Das haben wir alleine Ihnen zu verdanken. Wir konnten nur unser Leben retten. Der IS zwang uns, aus unseren Häusern zu fliehen. Die Kurden sollten nach Tell Tamer gehen.
Wir dachten, sie würden uns umbringen. Dort gab es nichts. Jede Familie quetschte sich in ein Auto. Wir trennten uns. Auf unserer Flucht hatten wir 8 Tage lang nichts zu essen. Andere flohen auf Motorrädern, einer nach dem anderen. Dann ging uns das Benzin aus und wir mussten anhalten. Mitten im Nirgendwo. Ich wusste nicht, wo wir waren. Es gab keine Menschenseele, dafür Sandstürme. Ich setzte mich und begann zu weinen. Am Horizont sah ich jemanden, der sich näherte. Bald erkannte ich, dass es das Motorrad meines Sohnes war. Ich dachte schon, der IS hätte ihn gefangen genommen. Dann sahen wir noch andere, die aus der entgegengesetzten Richtung kamen. Sie sagten, sie hätten noch nie eine solche Brutalität erlebt und dass der IS all unser Hab und Gut geplündert hätte. Sie haben alles gestohlen, was wir hatten. Das ist nicht wichtig. Es kommen andere Zeiten. Sie haben uns bestohlen, doch das ist nicht das Schlimmste. Sie sind wieder vereint. Gott sei Dank. Manche haben Familie verloren, wir nicht. Seit unserer Ankunft hat sich Leila nach und nach mehr geöffnet. Ich erfahre, was sie antreibt. Ich habe ihren Willen und ihre Entschlossenheit bei der Arbeit gesehen. Ich habe ihre Botschaft gehört und begriffen. Ja, ich teile sie sogar. Was mich beunruhigt, ist sie selbst. Sie hat fast kein Privatleben. Ihr Auto ist eine Zielscheibe. Sie arbeitet rund um die Uhr. Ich würde ihr gerne sagen, dass sie auf sich aufpassen soll. Eine fast sinnlose Ermahnung angesichts der Welt, in der sie lebt. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt Raqqa, der Demokratie, dem Volk, der Notwendigkeit, aus dem Krieg herauszukommen und das Land wieder aufzubauen. Leila macht weiter. Sie nimmt keine Rücksicht auf sich selbst. Geht es dir gut? Ich bin krank. Echt? Krank und überlastet. Beunruhigt Sie der US-Abzug? Fürchten Sie den Abzug der Amerikaner? Es geht nicht um Angst. Es geht um Leben oder Tod. Der Großteil unserer Arbeit beginnt erst. Überall gibt es IS-Schläfer, in jeder Stadt. Einige Parteien wollen das Machtvakuum ausnutzen. Der Iran, die Hisbollah, Russland, das syrische Regime, die Türkei. Dieser Rückzug hat ernste Konsequenzen und sie werden weit über den Nordosten Syriens hinausreichen. Es wird auch andere Länder betreffen. Denn was in Raqqa passiert ist, kann auch in anderen Teilen der Welt passieren. Bestimmte Länder waren indirekt an dem beteiligt, was in Raqqa geschehen ist. Das wird durch die 3000 noch nicht identifizierten Leichen bestätigt werden. Ich selber glaube, diese Zahl wird sich noch auf 4000 erhöhen. Und unter diesen 3.000 bis 4.000 Leichen wird es Ausländer geben. Die IS-Mitglieder kamen aus vielen Ländern. Wenn es also keine internationale Solidarität gibt, könnte der IS unter anderem Namen, vielleicht in einer anderen Form, überall auf der Welt wieder auftauchen. Kürzlich änderte die Al-Nusra-Front ihren Namen in Front für die Eroberung der Levante. Berichten zufolge ist sie eine terroristische Organisation. Und Al-Nusra-Führer werden jetzt in türkischen Krankenhäusern behandelt.
Wie kann es möglich sein, dass Mitglieder der Al-Nusra in der Türkei medizinische Hilfe erhalten? Eine Untersuchung ist notwendig. Die internationale Gemeinschaft muss intervenieren. Fakt ist auch, dass es Schwarzhandel gibt, der dazu dient, diese Terrororganisationen zu finanzieren. Warum schweigt die Welt dazu? Warum schweigen die internationalen Truppen? Es gab den Willen, konfessionelle, ethnische und religiöse Konflikte zu schüren, um das soziale Gefüge zu zerstören. Doch trotz des Terrors, der Morde und der Brutalität sind sie am Ende gescheitert. Sie geben den Menschen Hoffnung. Doch haben Sie selbst auch welche? Ja. Sie sehen positive Veränderungen? Ja, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt durch die Straßen von Raqqa gehe, sehe ich, dass die Stadt wieder zum Leben erwacht ist. Innerhalb eines Jahres haben die Geschäfte wieder geöffnet und das Leben kehrt zur Normalität zurück. Wenn man heute wieder am Kreisverkehr von Al-Na'im vorbeikommt, sieht man dort Menschen, die Fotos machen und fröhlich sind. Es fühlt sich an, als sei alles möglich. Die Menschen scheinen wieder ein normales Leben zu führen. Sie beginnen ein neues Leben. Die Menschen heute so auf den Straßen und am Al-Na'im-Kreisel zu sehen, das ist der größte aller Siege für uns. Alle Punkte, über die wir gesprochen haben, laufen auf eines hinaus: die Anerkennung der menschlichen Existenz. Der Mensch wird nackt geboren. Es fehlt ihm an allem: an religiösen Bindungen, an familiären Bindungen, an Stammesbindungen, an nationalen Bindungen und so weiter. Man beginnt also lediglich mit einer aufkeimenden Seele, und diese Seele verdient Respekt. Auch wenn es in diesem Land viele Tote gab, viele Märtyrer, viele Vermisste, viele Frauen, die verschwanden, Frauen, die vergewaltigt wurden, ohne den geringsten Respekt vor dem menschlichen Leben, so gab es dennoch keine ernsthafte Initiative von Seiten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder von anderen sogenannten Menschenrechtsorganisationen. Wenn man den verschiedenen, auf Humanismus basierenden Organisationen zuhört und ihre Arbeit vor Ort beobachtet, hat das, was sie sagen, nichts mit der Realität zu tun. Im Gegenteil, die Humanität, die Basis der Menschlichkeit, wird missachtet. Nehmen Sie Nelson Mandela, Che Guevara, Indira Gandhi oder Zenobia, die eine weibliche Herrscherin war. Es gibt viele historische Persönlichkeiten, die ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen haben.
Die Menschen vertreten weiterhin ihre Ideale. Leider haben nachfolgende Regime die Menschen immer in eine andere Richtung getrieben. Mächtige Regierungen beschränken sich allein auf ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen. Den einfachen Menschen nützen diese Interessen nicht. Seit unserer Reise sind viele Menschen zurückgekehrt. Inzwischen hat Raqqa wieder über 100.000 Einwohner. Auch tausende Vertriebene aus anderen Kriegsgebieten haben hier Zuflucht gefunden. Die ehemalige Hauptstadt des Kalifats bewegt sich weiter in Richtung Demokratie, Gleichberechtigung, Pluralismus und Versöhnung. Leila wurde in Raqqa geboren, unter einem autoritären Regime und in einem Land, das viele Jahre Krieg erlebt hat. Ich wurde in einem demokratischen Land im Frieden geboren. Zwischen uns liegen Welten. Doch was verbindet uns? 9 Tage. Leila hat mit mir geredet, mir vertraut und ich habe zugehört. Sie gab mir alles, was sie konnte. Ich nahm alles auf. Ich persönlich war bisher immer misstrauisch gegenüber Heldenfiguren. Leila selber mag keine Heldin sein, aber sie ist eine Ausnahme. Ich werde ihre Geschichte erzählen. Ich werde dieses Buch schreiben.